Hallo, mein Name ist Tyler Jakobsen und dies ist meine Präsentation. Die Veränderung in der deutschen Identität seit dem Zweiten Weltkrieg. Was ist Kultur? Kultur ist ein System des Wissens, ihre Mitglieder gemeinsam beschrieben. Obwohl der Zweite Weltkrieg vor fast 70 Jahren beendet ist, das deutsche Identität noch durch sie beschattet. Vor dem Krieg die Nazis die Kontrolle über das Land und viele Gräueltaten engagiert. Sie haben Millionen von Menschen ermordet, darunter 6 Millionen Juden während des Holocaust. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der besiegte Deutschland aufgeteilt in wieder zu beiden Ländern. Die Alliierten im Westen hatten die Demokratie errichtet, während die Sowjets im Osten Kommunismus errichtet hatten. Diese Ideologien haben die Identität von Deutschland sehr verändert. In der Bundesrepublik Deutschland haben Demokratie eine Identität erstellt, die individualistische durch die freie Marktwirtschaft. Die Menschen in der DDR wurden immer kollektiv mit regelmäßig Propaganda. Die Sowjets glaubten, dass sie benötigt, um die DDR-Identität zu entwickeln, um Kontrolle zu halten. Mit den Erfolgen der Westen hat Feindseligkeit aus dem Osten. Bevor die Berliner Mauer gebaut wurde, fast 10% der Ossis nach Westen umgezogen haben. Zur gleichen Zeit beiden Ländern weiterhin eine deutsche Identität haben, die harte Arbeit und Disziplin inbegriffen haben. Mit der Wiedervereinigung von Deutschland im Jahr 1990 haben viele Änderungen an der deutschen Identität gekommen, meistens in der ehemaligen DDR. Die kommunistischen DDR wurde in der Bundesrepublik Deutschland integriert. Viele Leute in der ehemaligen DDR hatten Schwierigkeiten, das Leben in einer freien Marktwirtschaft. Viele der Produkte, die sie verwendet, um schnell billiger und besser Produkte aus dem Westen verschwunden erschienen. Die Menschen im Westen haben über fast 25 Jahre damit ausgegeben, viel Geld um den Osten bis zur Lebensqualität in den Westen zu bringen. Dies hat Feindseligkeit auf beiden Seiten erstellt, aber eine nationale Identität hat Prominenz seit der Wiedervereinigung wieder gewonnen. Sporterfolge wie im Fußball haben den Patriotismus der Adelsdeutschen gewachsen. Außerdem sind viele Jugendliche, die ohne einen geteilten Deutschland aufgewachsen haben, eine EU-Identität sich haben. Da Deutschland weiterhin ein Mitglied der EU sein, diese Identität wird nur wachsen. Die Deutschen haben ein Wort, das sie für ihre Kultur zu benutzen. Sie nennen es Leitkultur. Sie benutzen es, wenn sie über Migranten sprechen. Es hat zum Einsatz nach dem 11. September 2001 gekommen, als viele Menschen in Europa begannen, dichter an den Islam angesehen.
Diese Debatte hat das Land in zwei Teile gespalten. Die Linke haben über den Ausschluss von Nichtdeutschen Sorgen. Und das Recht fühlen, dass Fremde müssen in deutsche Kultur zu integrieren. Deutsche Identität verändert sich ständig. Nach die Teile von Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine geteilte Identität geformt. Mit der Wiedervereinigung kam eine Identität, die langsam zu einem ist, und die Deutschen sind heute zu einer europäischen Identität in Bewegung. Ende. Dankeschön.